Freunde der Schwerkraft, das hier ist ein absoluter Klassiker unter den Murmelbahnsystemen, die Galt Marble Run aus England. Ich habe es nicht genau herausfinden können, ob das hier wirklich das erste Steckmurmelbahnsystem dieser Art ist, ob die dieses Stecksystem wirklich erfunden haben. Wenn ihr es besser wisst, lasst mir einen Kommentar da. Nehmen wir einfach mal an, die hätten es erfunden und dann muss ich mir das natürlich auf jeden Fall mal angucken. Das Internet und eBay sind voll von Nachahmern und Kopien dieses Systems und ich wollte einfach mal das Original in den Händen halten und sehen, ist das so gut, wie es sein müsste? Ist der Ruhm gerechtfertigt oder ist der Lack da auch vielleicht schon ab. So oder so, das ist die erste britische Murmelbahn, die ich mir auf diesem Kanal hier anschaue. Ich bin sehr gespannt. Das ist die kleinste Box, aber um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich ist, wie die Qualität dieser Teile ist, sollte das auf jeden Fall ausreichen. Auf der Rückseite der Box sind wenig Teile drin, sieht man hier nochmal, so eine kleine Murmelbahn kommt dann da raus. 6 Rutschen, 6 Kurven, 9 Röhren, 3 Böden und 6 Kugeln. Und das sind dann die 30 Teile, die hier drin sein sollen. Finde ich schon lustig, dass sie die Kugeln mitzählen. Hier steht's: James Galt, Cheadle, Cheshire, England. Aber kommt in Wirklichkeit dann doch aus China, made in China. Interessant, manche der anderen Murmelbahnen, die ich hatte, waren dann tatsächlich hergestellt in Italien oder hergestellt in Deutschland. Das hier aus England, made in China. Ich habe das netterweise geschenkt bekommen beim Besuch eines Spielwarenladens, eines physischen Spielwarenladens. Zum Preis von 10,49 Euro konnte man dann nicht widerstehen und ich habe das netterweise gekauft bekommen. Hat mich sehr gefreut und finde den Preis von 10,49 Euro für diese Box auf den ersten Blick sehr fair. So sieht es in der Kiste aus. Sehr übersichtlich. Hier steht nochmal, was drin ist. Guck mal, die haben auch einen YouTube-Kanal. Guckt euch das an. YouTube.com Galt Toys. Wahnsinn. Bin gespannt. Gedruckt in China. Das sind die Teile. Und hier auf den ersten Blick, ich hatte mich ja gefragt, ob das zum Beispiel mit anderen Systemen, die ähnlich aufgebaut sind, kompatibel ist. Aber ich kann schon sagen, mit Cacetti Migoga ist das nicht kompatibel. Die Schienen sind viel kürzer. Das sind die Teile. So sehen die aus. Hier sind die Kurven. Die klicken so aufeinander. Fühlen sich erstmal ganz gut an. Ist härteres Plastik, nicht wie die Schienen von Cacetti Migoga, die waren so ein bisschen weicher. Das hier ist ganz hartes Plastik, fühlt sich erstmal gut an, klickt ganz okay aufeinander. Da gibt es Schienen, ja, und diese Füße, da können die Murmeln dann am Ende landen. Und hier so Zylinder, das sind die Stützen. Das sind die Murmeln. Normale, klassische Glasmurmeln hier. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Blau, Gelb und Weiß, 6 Stück. Ich baue das jetzt mal auf. Sollte ja nicht zu lange dauern. Ich versuche mich mal an die Farben zu halten, um zu gucken, ob das, was auf der Box drauf ist, auch tatsächlich in der Box drin ist. Die gehen hier wirklich gut drauf. Ah, das ist schlau. Man kann diese ganze Murmelbahn hier so in sich verschieben und dann entstehen sozusagen, wenn man das von oben anguckt, sind die nicht parallel, sondern rautenförmig. Und dann kann man Querverbindungen machen. Das ist natürlich schlau. So, das ist die Murmelbahn. Das Ding ist schon fertig. Sieht doch ganz cool aus. Hält auch gut zusammen. Das geht auf jeden Fall nicht mit der Cacetti Migoga Bahn. Eine Sache, die mich wundert, ist, an diesem Ende hier hinten wird niemals eine Murmel ankommen, denn es gibt hier überhaupt keinen Durchgang. Und das ist auch logisch. Es gibt nämlich nur zwei Anfänge. Der eine ist hier und der andere ist da. Das hier führt sozusagen hier runter und dann landet die Murmel hier. Und das hier führt hier runter und dann landet die Murmel da. Und das hier hinten, da wird überhaupt nie irgendwas landen. Das ist nur Deko. Interessant.
Aber insgesamt sieht doch cool aus und fühlt sich gut an und hält vor allem sehr stabil zusammen. Cooles Teil. Ich schmeiß mal ein paar Murmeln rein. Ja, schnelle Sache. Die Murmeln kommen da unten raus. Hier an den beiden Enden. Und das hier hinten, wie gesagt, ist nur Deko. Ja, da bräuchte man noch einen dritten Anfang. Dafür hat es nicht gereicht mit den Teilen. Zwei Teile sind noch übrig. Ja, das ist das Galt Marble Run System. Eigentlich cool. Ich habe mir so ein paar Bewertungen im Internet durchgelesen und die Leute haben sich beschwert, dass das jetzt irgendwie China-Schrottqualität wäre und dass man da zu viel bezahlen würde. Man zahlt nur für die Marke. Ich muss sagen, für 10,50 Euro ist das völlig okay, finde ich. Sind jetzt nicht wahnsinnig viele Schienen, aber das ist eine Murmelbahn, die man auf unterschiedliche Arten und Weisen aufbauen kann. Ich würde sehr gerne die ganzen Spezialteile mal sehen. Es gibt Trichter und Weichen und Windräder, wo die Murmeln durchrollen können. Das könnte ich mir alles ganz cool vorstellen, wenn man davon jetzt 1000 Teile hätte und eine riesen Bahn bauen würde. Könnte ganz cool sein. Ob die jetzt besser ist als andere Systeme dieser Art, dafür habe ich mir, glaube ich, noch nicht genug angeschaut. Was meint ihr? Was ist eure Meinung dazu? Welches ist das Beste dieser Stecksysteme? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war mein kurzer Blick auf das Galt Marble Run System. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Und denkt dran, runter kommen Sie immer hier bei Gravity Bytes.